Herr Merz, zum einen, Sie sollten nicht alles glauben, was in der Bild-Zeitung steht. Wir haben einen Haushalt 24 geeint. Wir schaffen Sicherheit und Stabilität. Wir werden an dieser Stelle den Abbau der klimaschädlichen Subventionen angehen. Das ermöglicht uns an anderer Stelle Spielräume im Haushalt. Und das sind zwei wichtige Signale. Ausgaben sichern für wichtige Projekte im Bundeshaushalt, die den sozialen Zusammenhalt und das Miteinander stärken und gleichzeitig an der ökologischen Transformation arbeiten und am Abbau ökologisch schädlicher Subventionen. Das hat die Ampel gut gemacht, meine Damen und Herren. Und das ist alles andere als ihr Mimimi. Das ist Handlungsfähigkeit dieser Regierung.